Leute, herzlich willkommen zur ersten Aufnahme von den schottischen Spielen. Wie man so sehen kann hier sehr gut, ich habe einen Schottenskin, wie wir das in der Aufnahme versprochen haben. Und jetzt suchen wir mal den Yanuku. Wo ist der? Wo ist der? The Bay! Hey, guck, das ist der Yanuku! So, also wir sind übelst aufgeregt. Kurz, wir spielen One in the Chamber. Das ist das erste Spiel von den schottischen Spielen. Und ich kann einfach sagen, Yanuku ist einfach der Pro da drin. Und es wird sehr, sehr schwer werden für mich. Und ich glaube, es ist die Map Portal, wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist eine AFK, dann nutze ich doch mal den Kill. Denn es ist so, wer einfach die meisten Kills hat, der hat das schottische Spiel oder einfach die erste Runde gewonnen. Oh, nochmal ein Kill. Kommt da durch? Ach man, bin ich dumm. Aber so richtig. Komm, komm, komm. Komm. Oh, scheiße. Oh, yes. Oh yes! Boah, es läuft richtig gut! Es läuft richtig gut für mich! Oh, nochmal ein Kill! Ach man! Scheiße! Boah Mann, jetzt bin ich tot! Oh, ich bin gerade auf ersten Platz! Was ist das für ein Glück? Leute, was ist das für ein Glück heute mal? Und yes, schon wieder ein Kill! Ich habe noch keinen einzigen! Och man! Oh, mein erster Kill, cool! Boah, komm, yes. Boah, wieder ein Kill. Boah, es läuft gerade gut für mich. Es läuft einfach gerade tipptopp für mich. Ich bin so scheiße in diesem Format. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, sorry, wegen Spawn-Kill-Dingens. Und dann killen wir dich und danach noch dich. Boah, Mann, doch nicht. Hat er gut gekämpft, muss man ihn lassen. Und das ist ein Glaswand und Pavelio läuft dagegen. GG. Vielleicht sollte ich noch sagen, der Pavelio hat am Anfang dieser Runde gesagt, ich bin voll der Pro drin. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt schon zwei Aufnahmeversuche haben und ich jedes Mal gewonnen habe. Jo, ich habe 12 Kills, Junge, das holst du nicht mehr. Das holst du nicht mehr. Sowieso nicht mehr, weil ich habe nur noch 2 Leben. Oh. Es ist einfach schrecklich, wie gut die Hive-Spieler sind. Ja, das ist übelst. Jetzt so der Vergleich von Gomme. Ich will jetzt nicht sagen, dass die auf Gomme spielen schlecht sind, aber es ist einfach so, die Hive-Spieler, die sind übelst genial. Und guck, ich bin zweitbester mit 12 Kills. Und lebst du noch? Lebst du noch? Ich habe nur noch ein Leben. Och, nee. Hey Leute, das ist ein fettes GT. Ihr könnt euch nicht darüber, ihr könnt es euch einfach nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Ich habe anfangs der Runde noch gesagt, der Yanuku ist der Pro da drin, ne? Stimmt eigentlich auch. So, wir sind jetzt kurz in der Lobby. Machen wir doch das kurz den Schlusssatz oder das Schlusswort. Nee, bei mir ist es den Schlusssatz. Machen wir doch in der schönen Hive-Lobby. So, das war's jetzt mit der ersten Folge von schottischen Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall bitte ein Like da dafür. Und wir haben uns noch so überlegt, ich habe das Ganze noch gar nicht erzählen können. Wir machen das Format so lange, bis einmal nach 4 gespielten schottischen Spiele einer wirklich wenig gewonnen hat davon. Und zum Beispiel jetzt, die erste Runde ist an mich gegangen. Jetzt danach machen wir wieder 4 Videos oder einfach 4 Aufnahmen darüber. Und die 3 gewinnt einfach der Yanuku. Dann muss ich eine Strafe machen, die sich der Yanuku oder ihr euch oder der respektive der Yanuku könnte sich danach inspirieren lassen von euch, was die Strafe sein soll. Und ja, es wäre einfach cool, wenn ihr beachten könnt, dass wir können Real-Life-Szenen machen, wie beim 20-Abonnenten-Special. Nur, dass ihr uns da einfach nicht sehen könnt oder wir einfach mein Gesicht, wenn ich jetzt verlieren würde, überdecken müsste.
es ist nicht so, dass wir uns nicht zeigen wollen. Es ist einfach so, da haben wir einmal angesprochen, da ich noch in der Probephase bin, der Januku noch in der Schule. Wir dürfen uns das in der Schweiz einfach nicht erlauben. Aber wir wollen uns da natürlich nicht hindern lassen. Und dann machen wir halt so etwas in Real Life. Ihr könnt euch das einfach überlegen. Und ja, Januku, was hast du noch dazu zu sagen? Habe ich was vergessen? Nee. Oder also, korrigiere mich? Dass ich ein Throw bin, musst du noch erwähnen, weil das war richtig schlecht gespielt von mir. Ja, also, wir haben es ja gesehen. Wenn ich es nicht vergesse, könnte ich euch an dieser Stelle mal, ich sag mal, die Rangliste oder einfach die den Kill-Counter kann ich euch einblenden. Wenn ich das nicht vergesse, oder ich kann es einfach sagen, der Januko hatte eigentlich sonst immer 12 Kills. Und da hatte er die ganze Zeit gewonnen. Kann ich jetzt sagen, hatte er die ganze Zeit gewonnen. Aber die Audioqualität. Ja, genau, das ist der Punkt. Nicht, dass jetzt irgendwie, ja, Pavelio will nur gewinnen. Doch, du willst nur gewinnen, du bist scheiße. Ja, ich bin ein so ein richtig Stück Scheiße bin ich. Nee. Es ist einfach so, der Januku, seine Audioqualität war nicht gut, denn er hat das Mikro an einen Kollegen ausgeliehen, der irgendwie ein Rap-Video macht. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ein Track. Okay, einfach ein Track einfach. Und jetzt hat er ihm das Mikro geliehen, weil, nicht weil er gerade dachte, ja, er macht jetzt Pause mit YouTube. Nee, er hatte ja die Lungenentzündung. Und das geht eigentlich, wenn man das so sehen will, geht das eigentlich echt lange. Und ja, jetzt hat er ihm das ausgeliehen. Kann ja eher nichts dafür, aber das soll uns wieder nicht hindern. Ich sage einfach nur, kein Ding für KTV Kings. So, jetzt natürlich die Folge wieder, wie der Pavelio, wie ihn schön kennt. Einfach die Labertante, ne? Und machen wir es jetzt nicht noch künstlich in die Länge und sagen Tschüss, adieu, Leute.